hier nochmal eine Sägemühle. Das Holz brauchen wir. Ja. Okay, wir hätten hier auch schon ein zweites Sunstone-Vorkommen. Der Wolf denn steht halt dort, wo wir ja, und Wölfe sind halt nicht schwach, das ist halt so das Problem. 40 Angriff oder 50 Lebenspunkte. Da sind unsere Schwertkämpferchen hier ein bisschen schwächer beseitet. So, es wird Tag. Jetzt sollten sie sich regenerieren, genau. Und wir haben alles, was wir brauchen. Sie kommt diesmal von dort. Auf jeden Fall gucken, dass ich die einnehme, weil dann kann ich hier zumachen. Hab gerade halt nur einen Arbeiter. Ach ja, und ich muss auch noch mich ums Sunstone kümmern. Thank you.
Also ja, diesmal läuft es besser. Und dieses Mal haben wir einfach die beiden Dinger gekriegt. Gut. Weil wir nicht ins Forschungsmenü geklotzt haben. So, ein Sunstone Workshop. Wie auch immer die Schafe immer wieder rauskommen. Fünf Schützen brauchen wir. So. So, jetzt auch wirklich mal alle Schäfchen drin. So, die Archer werden trainiert. Ach ja. Brauchen wir noch mehr Arbeiter. Findet ihr euren Weg diesmal? Ja. Gut. Ich habe jetzt nur eine Farm, ja, die da. Gut. Ach, sie greifen immer noch von hier aus an. So, das sollte auch den Mut verbessern. Ihr könnt da immer noch dran vorbeilatschen.
halt immer noch da dran vorbeilatschen. Oh gut, ich habe auch schon Steine jetzt dann. Oh. Krieg aber keine Benachrichtigung mehr. Okay, wie kommst du jetzt dann wieder rein? Und da habe ich jetzt wieder das Tutorial gequetscht, dadurch, dass ich im Forschungsmenü drin war. So, habe einfach mal auf Skip Tutorial geklickt. Okay, Knowledge kommt jetzt. Das wäre eigentlich das Stone Mining als nächstes freischalten können. Frag mich gerade, Resources. Das Silo haben wir auch noch nicht. Schalten wir das dann auch durch das Storehouse, Warehouse frei?